Eigentlich heißt es immer Never Play on Patch Day, aber dieses Never Play on Patch Day, das war ja eigentlich schon gestern, denn gestern kam ja leider das Update nicht von, ja, von Clash of Clans, aber dafür ist es heute da, so relativ unscheinbar, ja, es ploppt jetzt nichts mehr auf und damit erstmal willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ihr seht, ich habe auch dafür ein bisschen gesammelt, das heißt, ich habe überhaupt nicht mehr angegriffen, bin aus Legende rausgedroppt. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall in Ordnung und habe mir auch da vor 4 Tagen sogar so ein 7-Tage-Schild mal gegönnt für 250 Gems. Fand ich jetzt nicht unnötig, aber ich wollte auf gar keinen Fall irgendwelche Ressourcen an andere abgeben, so will ich es mal sagen, denn ich weiß nicht, wie viel man lootet, wenn man so dick die Lager voll hat und ist in einer normalen Liga, wo man abgefarmt werden kann. Aber wir wollen jetzt mal ins Update reinschauen. Was ich sehr, sehr gut finde oder was sehr, sehr gut gelungen ist, ist, wenn man hier in den News-Button reingeht, hier wird gar nichts angezeigt. Toll, schau, was Neues gibt. Hier wird gar nichts angezeigt. Das macht mich gerade wieder mal so ein bisschen stutzig, denn in der englischen Version, da ploppte hier eben das Rathaus aus und ich konnte sagen, zu News wechseln oder Watch. Dann kam ich in ein anderes Video und aber es sind hier nochmal die Hinweise auf die Entwicklervideos und die vollständigen Versionshinweise von vor 2 Stunden. Der Hammer Jam ist jetzt auch vorbei. Der ging ja gestern noch einen Tag länger. Naja, aber scheinbar, also es ist eher sehr unscheinbar, das Update. Aber das Update ist da. Und wir finden hier auch jetzt nichts. Ja, der Armeeschub war jetzt einen Tag natürlich ein bisschen eher. Der kam jetzt nicht pünktlich mit dem Rathaus und ihr seht, ich kann mir hier im Shop auch noch ein paar Sachen kaufen. Also ich kann mir sofort die Schmiede kaufen. Okay. Auf Level 3 für 5,99. Das werde ich gleich machen, Leute. Das werde ich gleich machen. Und ich guck mal, ich brauche noch den einen oder anderen Hammer eigentlich. Ich brauche noch den einen oder anderen Hammer. Ich glaube, das für 11,99 hole ich mir auch. Und das für 5,99 hole ich mir auch. Oder hole ich es mir nicht? Ich muss mal gucken, eigentlich reicht mir das für 5,99, aber so ein Buch der Helden, ein Unibuch, Buch des Bounds und ein Buch des Kampfes und ein Bauarbeitertrank für 11,99. Ja, ich würde sagen, ich schlage erstmal zweimal eben zu und dann, ich cutte euch das so, ja, meistens wieder raus und dann gucken wir mal, wie das ist. Okay, Toto Pet jetzt schon wieder für 17 Euro oder so, aber Leute, man lebt nur einmal, ne? Okay, Leute, wir haben beide Angebote gekauft. Ich bekomme eine sogenannte Schmiede, eine dunkle, ist das eine dunkle Schmiede? Heißt die dunkle Schmiede im Deutschen? Weiß nicht. Ist auf jeden Fall ein nicht platziertes Gebäude. Und das machen wir als erstes, denn das gibt es bei Rathaus Level 15 schon. Ihr habt euch jetzt wahrscheinlich gewundert, wieso kann er das machen, wenn er noch das Rathaus noch gar nicht hat. Ja, kann man aber vorher schon machen. Der Schmied ist bereit zum Loshämmern, Häuptling. Okay. Mit seiner Hilfe kannst du Ausrüstung freischalten und verbessern, um deine Helden zu verstärken. Ja, also die Heldenverstärkung. Perfekt. Können wir mal gucken in die Ausrüstung rein. Hier sehen wir jetzt auch schon die Heldenausrüstung. Das heißt, wir haben natürlich die Heldenfähigkeiten, die wir sowieso schon hatten und können uns und haben schon freigeschaltet, jeweils auf 1 eine aktive und eine passive. So heißt das, glaube ich, immer. Hier steht eigentlich nie doch aktive Fertigkeit und dieses ist eine passive Fertigkeit, ja, so war es auch erklärt. Und der hat im Moment nur eine, oder sie hat nur eine aktive Fertigkeit, die passive müssen wir uns noch freischalten. Die ist im Moment noch gesperrt, Schmied wird auf Level 5 benötigt und der Warden hat auch nur erstmal seine beiden und der Royal Champion oder die Royal Championatin hat noch keine aktiven und passiven Fertigkeiten. Das wird jetzt im Laufe der Wochen, Monate und sonstiges dauern. Hier unten gibt es auch die neue Währung. Glanzerz kannst du Ausrüstung verbessern. Du bekommst es mit Sternebonus oder in den Clan kriegen. Also nur da. Mit Glimmererz kannst du Ausrüstung verbessern. Du bekommst es mit Sternebonus oder in Clan kriegen. Auch das. Und mit Steinerz kannst du Ausrüstung verbessern, du bekommst es in Clan kriegen oder besonderen Ereignissen. Also beim normalen Farm geht hier eigentlich nichts. Und was kostet das Ganze, wenn man es jetzt verbessern will? Wie viele Gems? Steht hier noch gar nicht. Muss mal gucken. Aber ich denke mal, erstmal kommen wir zum Hauptakteur dieses Tages hier. Das ist dieses Ding hier. Also guckt euch nochmal Rathaus Level 15 an. Aber ich habe ja noch eins, was noch nicht auf 16 geht. Also hier haben wir noch das
ich nenne es mal so, alte, aus dem jetzigen Jahr 2023, Rathaus-Level 15. Das kam letztes Jahr raus, 10.10.2022. Wir haben heute den 12.12.2023, stimmt das? Ja, Tatsache, Leute, Tatsache. Okay, machen wir fertig mit dem Hammer. Und jetzt bloß nicht in die Mitte klicken. Man will immer in die Mitte klicken, ne? Nein, den Hammer. Schaltet auf jeden Fall die zusammengeschmelzten Gebäude frei. Das heißt, erst dann können wir es auch machen. Und dann nehmen wir den Hammer und jawolski, so sieht das aus. Und wir haben jetzt auch natürlich, wie immer, die Schübe. Und haben jetzt ein herrliches Rathaus 16, würde ich sagen. Ich mache mal eben ein Foto davon. So, und das ist aber besonders schick, ne? Das ist aber besonders schick, muss ich sagen. Und wir gehen mal eben in die Info rein. Trefferpunkte 10, Lagerkapazität. Und es lässt sich, glaube ich, nur einmal leveln. Ne? Ah, ne, das ist fertig gelevelt. Das ist immer fertig gelevelt. Stimmt, das kann man nicht mehr leveln. Das ist jetzt einfach fertig. Punkt. Also wir brauchen jetzt nicht mehr fünfmal das ganze Ding leveln. Aber ihr seht, es kommt schon wieder eine Wartung. Tolle Wurst. Also die ersten Bugs sind scheinbar auch wieder da. Okay, wir haben die Schmiede. Wir haben, oder die dunkle Schmiede. Ne, Schmied. Steht auch nur Schmied dran. Und es gibt aber natürlich noch was zu tun. Da es eine neue Truppe gibt, gibt es natürlich auch eine Kaserne, die wir machen müssen. Und auch das Pethaus müssen wir einmal leveln. Das heißt, wir holen uns erstmal einen Hammer nach, weil wir haben jetzt einen Hammer des Bauens verballert. Und nehmen uns hier jetzt das Pethaus. Wo ist es? Wo ist mein Pethaus? Das ist immer hier so ganz versteckt hier, kostet auch nur 18 Millionen, also es ist alles ein bisschen günstiger geworden, glücklicherweise. Und wenn wir es leveln, dann bekommen wir den Geisterfuchs. Ja, ihr habt ihn ja schon die ganze Zeit im Bild. Also man bekommt den Geisterfuchs, den machen wir auch mit einem Hammer des Bauens, glaube ich, ne? Damit wir ihn sofort haben. Also haben wir uns den freigeschaltet, den können wir dann auch irgendeinem geben, vermutlich dem Roll Champion. Und okay, das Spiel schließt sich in 5 Minuten für eine kurze Wartung. Die Wartung warte ich auf jeden Fall ab. Jetzt steht ja diese rote Schrift, Leute. Mich erwischt es aber auch immer wieder, ne? Ich will jetzt keinen falschen Fehler machen. Ich warte jetzt die 5 Minuten, glaube ich, ab. Nicht, dass nachher was verteuert oder verschlechtert wird oder verschlimmert wird. Denn ich muss mal eben schauen. Okay, die Armeelager gehen im Moment noch nicht hoch. Mal sehen, wann die hochgehen. Ich habe jetzt aber auch wirklich alles pickepacke voll. Die Clanburg wird auch nicht gelevelt. Also auch das wird nicht gelevelt. Sondern es geht ja noch ein Teil hoch. Und zwar eine Kaserne. Nämlich eine, nicht die Kaserne, sondern die andere Kaserne. Die ist dahinter bei mir. Warte mal, ich verschieb die mal eben nach da. Dann sehen wir die ein bisschen besser. Also die hat jetzt noch die Hand und wir wollen natürlich die neue Truppe haben. Keine Frage, wir wollen natürlich die neue Truppe haben. Und 14.4 finde ich, ist fast ein Schnäppchen. Ich bin schon ein bisschen weiter im Pass. Können wir aber machen. Und bestätigen das und schalten uns das frei. Wir haben ja ein paar Baubücher und sind somit jetzt auch in der Lage, die Armee hier mal zu bauen. Und ich würde sagen, ich schmeiß mal eine Armee weg. Die müsste dann eigentlich okay, die können wir dann natürlich leider auch wegschmeißen. So muss man sagen. Ich weiß nicht, wir brauchen keine Mauerbrecher mehr. Wir brauchen ja keine Mauerbrecher mehr. Und wir brauchen auch nichts mehr, was springt. Wir brauchen eigentlich nur noch ein paar Frost vielleicht. Und keine Ahnung, kann man die klonen? Die kann man bestimmt klonen, die neue Truppe. Wir gucken mal, wie viel Truppenkapazität. 20 Wohnraum, ja, die können wir eigentlich auch noch klonen. Ne? Komm Leute, wir nehmen uns mal einen Klonzauber mit. Ein Klonzauber. Und dann gucken wir mal, wie die funktioniert. 20 Wohnraum, da gehen ja einige von rein. Schauen wir mal. 16 Stück, Leute. Ich kann es gar nicht glauben. Okay, 16 Stück. Hammer. Es gibt keine neue Belagerungsmaschine, aber es gibt natürlich gerade, oder was das super Interessante natürlich hier ist, es wird die Schmiede sein, keine Frage. Ich gucke mal gerade, wenn wir sie verbessern einmal, was sie so kostet. Ah, Leute, easy peasy. Okay, die haben wir auf Level 4, also wir haben uns was freigeschaltet und lass mal gucken, das ist für den Roll Champion, das oder Wutjuwel, okay, ein wütender Roll Champion, schwierig, ich habe mir ja die einschlägigen Videos angeschaut, aber mal sehen, verbessern können wir die natürlich jetzt noch nicht, weil wir
die nicht haben. Habe ich die jetzt schon verbessert? Nee, ich hoffe nicht. Ich habe jetzt keine Gems dafür ausgegeben, oder? Ah, nee, doch nicht. Okay, ich weiß gar nicht, ob man das in Gems machen kann. Und im Shop gibt es hier auch noch nichts mit der neuen, ich nenne sie mal so, Währung. Da gibt es jetzt nur noch die Pakete, die ich sowieso nicht hatte. Ich kaufe jetzt noch das Angebot hin für 1,19. Heldenbuch geht immer. Heldenbuch geht immer, aber ich mache jetzt leider einen etwas größeren Cut. Und dann ist die andere Armee auch fertig und dann können wir sicherlich das ein oder andere mal auch angreifen. So, eben war ja noch eine kleine Wartung. Ich glaube, es ging hier um den Goldpass, der wohl zu teuer war. Der ist so nochmal 2 Euro günstiger gemacht worden oder so. Keine Ahnung. Irgendwie ist mir das zu Ohren gekommen. Aber ich glaube, was mir jetzt gerade auffällt, die Truppen sind jetzt eigentlich schon geboostet. Obwohl ich das Labor noch gar nicht auf den höchsten Level habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist oder so falsch ist. Wir müssen auf jeden Fall erstmal das Labor auf die nächste Stufe bringen, damit wir auch den Schub machen können, beziehungsweise den vollen Schub der 4 Tage oder 5 Tage hier bekommen, was die Truppen angeht. Und wenn wir natürlich dann Truppen leveln, das braucht man ja eigentlich innerhalb der ersten 5 Tage gar nicht machen, aber die 5 Tage sind auch schnell rum, Leute. Und deswegen nehmen wir erstmal das Labor und machen das aber auch fertig. Und können jetzt ein wenig forschen. Und hier sehen wir, was wir eigentlich forschen können. Barbaren, Bogenschützen, den Riesen. Wir können die Mauerbrecher machen. Ja, was jetzt Sinn und Unsinn macht, weiß ich nicht. Aber Zauber können wir machen. Wir können natürlich unsere neue Kriegerin hier machen, die Wurzelkriegerin. Da sehen wir sie auch kurz mal in der Animation, die einfach so durch die Mauern geht. Ich bin gleich wirklich mal gespannt. Ich habe sie ja jetzt nur auf 1, aber eigentlich sollte ich die ja auch jetzt in meinem Labor auf den Max-Level eigentlich haben. Habe ich aber jetzt gleich gar nicht. Also vielleicht muss da nochmal nachgebessert werden. Ein paar dunkle Truppen gehen auch hoch, wenn auch nicht so ultra viele. Da bleibt es abzuwarten, was man hier am sinnvollsten levelt. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir die Elektrodrachen vielleicht nehmen, denn die sollen ziemlich stark ziemlich stark geworden sein. Obwohl das ist jetzt eine Gruppe, die nehme ich nicht wirklich gerne, sondern ich würde dann eher sagen, wir nehmen den Miner und wir nehmen den Hog. Die Hogs gehen auch keinen hoch, die sind jetzt schon auf Max-Level. Aber alle anderen, die Mauerbrecher, ja, wenn wir die Mauerbrecher natürlich wieder brauchen, sollten wir auch die Mauerbrecher machen und vielleicht auch die Ballons auf den nächsten Level bringen für einen Lalo. Ist sicherlich nicht schlecht. Aber ich will wenigstens mit euch zweimal oder einmal ein neues Gebäude machen. Ich gucke jetzt mal gerade, was wir hier eigentlich jetzt noch haben. Wir haben noch einen Bauhammer und einen Bauhammer. Ne, den Bauhammer haben wir nicht mehr. Wir haben nur noch ein Gebäudebuch und ein Unibuch. Okay, das sollte eigentlich trotzdem reichen. Also wir können hier neue Verteidigung bauen. 4 Stück. Okay, zweimal. Man kann also noch nicht alle Bogenschützentürme verschmelzen. Und wir wollen mal einen machen. Die Bauarbeiter hatten eine Idee, wie wir unsere Verteidigung noch mehr verstärken können. Okay, so geht das. Aha, mache aus 2 ein. Wir nehmen einfach 2 normale Abwehranlagen und kombinieren sie zu einer stärkeren. Ich freue mich schon, das Ding in Action zu sehen. Nicht schlecht. Die sieht ja immer so unscheinbar aus, ne? Die sieht ja schon immer so unscheinbar aus. Die nehmen wir. Dauert eigentlich 12 Tage. Zack, zack. Damit sind auch 2 Bogenschützentürme bei mir da verschwunden. Und dann beenden wir den mal, den Zauber hier, und gucken uns die mal an. Umstellen können wir die jetzt nicht, aber wir können sie natürlich noch leveln. Der gehört natürlich dann hierhin in dem Dorf. Wir können sie natürlich noch leveln. Kostenschlappe, ja, Schnäppchen, 19 Millionen. Und aber ich weiß jetzt gar nicht, bis zu welchem Level die denn gegen 21, okay. Hier müssen wir die jetzt wirklich 21 Level leveln. Oder gehen die gar nicht so hoch? Das müsste ich jetzt nachgucken, wie hoch die Bogenschützentürme eigentlich gehen. Und wie viel können wir da eigentlich von machen? Okay, da haben wir 1 von 2. Das heißt, wir könnten jetzt auch die Querschlägerkanone einmal machen. Dasselbe Spielchen. Also zack, 2 Kanönchen weg. Sehr schöne Animation hier. Und damit haben wir eine Kanone da. Und die machen wir uns auch fertig mit einem Unibuch. Dann haben wir schon mal eine davon da. Die andere, hör mal gucken, die lasse ich vielleicht laufen. Schauen wir mal. Auch hier kann gelevelt werden. Und jetzt haben wir auch schon endlich ein bisschen Gold und Elix ausgegeben. Denn unsere Lager waren ja doch schon relativ gut befüllt hier. Was heißt gut befüllt? Sehr, sehr gut befüllt sogar. Und
dann können wir uns zumindest das Gold jetzt schon mal rausholen. Denn so ein bisschen brauchen wir noch. Wir haben auch ein bisschen noch in der Clanburg. Also auch die habe ich jetzt die ganze Zeit natürlich nicht leer machen können. Dann haben wir wieder 22 Millionen. Und haben jetzt aber auch noch so viel Dunkles über. Das Dunkle natürlich für die Helden, aber welchen Held macht man jetzt als erstes? Ich meine, ich habe jetzt ein paar Heldenbücher, ich habe Heldenhammer. Und die Helden haben ja jetzt erst die Stärke, also nach den 5 Tagen, von Level 90 Helden auf Level 95. Das heißt, sie sind eigentlich etwas schwächer und sie haben auch in der Dev nicht die erforderlichen Trefferpunkte, die man eigentlich haben muss. Und deswegen bin ich mir bei den Helden gar nicht so sicher, was wir eigentlich machen. Ich meine, wir haben jetzt Heldenbücher, wir müssen aber auch noch den Flummi da, nicht den Flummi, Ferdi Fuchs, leveln und wir müssen auch die Schmiede nochmal leveln hier. Denn wir haben noch nicht alles an Ausrüstung. Ich werde euch gleich zeigen, wenn wir alles an Ausrüstung haben, wie wir das Ganze, sage ich mal, tauschen oder durchtauschen können. Also nehmen wir uns nochmal die Schmiede und verbessern die nochmal. Können wir ein Unibuch für nehmen oder Gems? Ich nehme mal die Gems dafür. Wir haben freigeschaltet die Heilerinnenpuppe und wir können das ganze Ding nochmal leveln auf Level 6 und nehmen auch da ein paar Gems in die Hand und haben jetzt auch das Buch der Dings freigeschaltet. Hier lässt sich jetzt nichts mehr freischalten, glaube ich, aber man kann es weiter leveln. Da müssen wir mal gucken, denn wir haben jetzt eigentlich alle Freischaltungen erstmal da. Jetzt bin ich eigentlich gespannt. Es hieß, ziehe die Fähigkeiten einfach so auf deine Helden drauf. Das heißt, ich kann auch der Queen kann ich natürlich nicht die Erdbebenschuhe geben. Ja, der Queen kann ich nicht die Erdbebenstiefel geben. Das heißt, kann ich nur dem King geben. Wir equippen die mal neu hier rein. Und zwar, das ist ja jetzt eine aktive Fähigkeit. Aktiv. Und das hier ist aktiv und das hier ist die aktiv. Zweimal aktiv haben wir jetzt. Okay, zweimal aktiv. Wenn wir den jetzt nach da ziehen, wir ziehen den mal nach da, dann haben wir noch die aktive mit den Puppen. Das heißt also, wir kriegen die Barbaren immer noch und haben aber auch das... Ah ne, die Wutflasche wollte ich eigentlich gar nicht haben. Wir haben den hier. Wir haben den Vampir-Schnurrbart. Das heißt, der King heilt sich immer so ein bisschen. Heilt aber, glaube ich, nicht seine beschworenen Dinger da. Und jetzt muss man eben gucken, das hier war, macht die, ja, ich nehme die nehme ich auf jeden Fall nach wie vor mit und die 10, auf die 10 verzichte ich erstmal. Ich würd mir ganz gerne mal die Heilerin angucken und kann ich eigentlich 2 auch equippen hier? Ja, ich kann auch 2 die equippen. Okay, dann zieht er aber keinen anderen hier rein. Okay, warte mal. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte immer noch die Unsichtbarkeitsflasche haben. So. Und beim Worden machen wir das Gleiche. Dann nehmen wir auch mal die neuen Sachen mit. Was heißt die neuen Sachen? Das sind ja seine normalen Fähigkeiten. Lebensstein. Und das hier ist jetzt ein Wutjuwel. Und dieses hier, das Buch ist das Buch der Besserung. Das heißt, heilt den großen Wächter und alle verbündeten Truppen in der Nähe. Das nehmen wir mal mit. So, wenn wir das jetzt so haben, haben wir jetzt 2 Bücher equipped. Das heißt, wir haben hier eine aktive Fähigkeit und wir haben jetzt keine Klickfähigkeit mehr. Das heißt, wir brauchen eine passive Fähigkeit. Und dieses war der Lebensstein und das war der Wut. Okay. Warte mal, kann ich den jetzt hier reinziehen? Ja, den kann ich da reinziehen. Alles klar. Kann man die eigentlich auch tauschen oder? Was ist denn, wenn ich den jetzt da reinziehe? Geht gar nicht. Okay. Ah, ich kann immer nur die nicht aktiven ziehen. Bei der One Roll Champion kann man halt noch nichts machen. Wir geben aber eben noch ein bisschen Gold und Elix aus hier. Beziehungsweise ein bisschen Dunkles. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Elixier können wir eigentlich ausgeben für eine Truppe, würde ich sagen. Wir nehmen mal die Elektrodrachen. Da geben wir ein bisschen Elixier vor aus und auch das Buch. Dann haben wir ein bisschen Elix verbraten. Und wir forschen ein wenig den Begleiter hier, den neuen Begleiter vor allen Dingen, Ferdi Fuchs, so nenne ich den immer. Den forschen wir, den können wir jetzt auch schon eigentlich schon beenden. Ne? Dann haben wir den schon mal auf 2. Ist ja so teuer nicht, ne? So teuer ist es ja nicht. Und den können wir auch noch mal beenden, dann haben wir den schon mal auf 3. Jetzt haben wir nichts mehr an Dunklen, okay. Jetzt haben wir nichts mehr an Dunklen. Vielleicht haben wir doch noch ein bisschen was Dunkles. Und ein bisschen Elex. Ja, wir haben noch ein bisschen Gold und Elex. Okay, 2,16. Ich gucke mal, was hier noch geht und was nicht mehr geht.
Nee, hier geht nichts. Wir müssen wieder farmen. Jetzt können wir auch farmen. Ich habe jetzt eben schon 2-3 Angriffe gemacht. Und ja, gehen wir mal rein. Das erste Mal Clash of Clans hier mit Rathaus Level 16. Mit Rathaus Level 16 Truppen. Beziehungsweise wir nehmen das Teil mal mit hier. Ich habe eben schon 2-3 Angriffe gemacht, um so ein paar Pokale zu droppen, denn ich möchte mich ganz gerne in Titan 1 so ein bisschen tummeln. Das hat natürlich ganz klar den Hintergrund, dass ich vieles von den neuen Ressourcen haben möchte. Den muss ich mir erst angewöhnen, die Begriffe, Leute. Aber ich würde ganz gern vieles davon haben. Und je höher du in der Liga bist, desto mehr bekommst du Legende. Da will ich jetzt nicht auf die 8 Angriffe reduziert sein, die man da nur machen kann. Sondern würde er dann etwas mehr machen. Die ein oder andere Mauer geht ja auch noch hoch, aber ich zeige euch gleich, weil meine zweite Armee hat auch noch ein bisschen Bauzeit, was eigentlich noch alles hier hoch geht. Im neuen Dorf, also im neuen Nature-Dorf oder Naturdorf, könnt ihr nennen, wie ihr wollt, aber irgendwie haben wir das Loot-Barometer jetzt schlecht gestellt. Ich wollte gerade sagen, never play on Patch Day, weil es sind ja wahrscheinlich jetzt alle am Farmen, aber wir können hier jetzt auch mal ein Rathaus Level 16 angreifen. Mal sehen, ob wir überhaupt so weit kommen. Und schau mal, der hat noch keine neue Defensive hier, also der hat wohl noch nichts verschmolzen, so wie ich das sehe. Okay, das bleibt natürlich auch noch jetzt ein bisschen aus. Und aber trotzdem gehen wir mal rein hier mit unserem 70er. Okay. Warte mal, wenn ich den auswähle, dann sehe ich auch die Fähigkeiten, okay. Ich muss das jetzt echt mal checken, Leute. Wie sich das Ganze jetzt gerade gestaltet hier. Okay, Ferdi Fuchs ist noch am Start. Wir haben die neuen Ballons, das ist natürlich cool. Sehr nett. Und ich habe natürlich jetzt immer noch die Fähigkeit und kann die Truppen hier ein wenig, ich wollte gerade sagen, unsichtbar machen. Nee, nicht wirklich. So, hier nehmen wir ihn hier und ihn hier. Nehmen da vielleicht 1-2 von denen mit rein hier. Moin. Fassroller hier mit rein. Der kommt sogar durch. Sehr schön. Und dann können wir hier den hier nehmen. Nehmen nochmal 1-2 hier mit rein. Und können jetzt eigentlich schon mit unserer E-Titanin hier losdackeln. Zack, zack. Und dann haben wir gleich den Weg frei hier für unsere Bowler. Da haben wir den Weg frei für unsere Bowler. Wir nehmen den King, wir nehmen die Karre, wir nehmen die Queen mit rein und den Roll Champion lassen wir uns mal noch offen. Ich habe hier noch ein paar Fassroller offen. 1-2. Okay, die müssen wir jetzt aber auch mal ein bisschen in Wut bringen gerade. Hier habe ich immer noch einen Fassroller. Oh, die Fassroller gehen. Alter, Verwalter, gehen die weit. Okay. Und das neue Rathaus ballert auch heftigst rein. Wir nehmen die Fähigkeit hier und haben natürlich immer noch den Gifteffekt, aber das Ding hier rollt auf jeden Fall dadurch, jawohl. Haben aber jetzt auch den Gifteffekt hier. Und jetzt müssen wir mal sehen, wo die Queen hier im Single bleibt, beziehungsweise wir können natürlich vielleicht mit der noch mal rüberspringen. Boah, okay. Wir können mit der noch mal rüberspringen. Und hier sehen wir jetzt auch mal das erste Mal hier Ferdi Fuchs. Wie lange leben meine Helden? Helden wollt ihr ewig leben. Alter, was gehen die beiden da durch? Und es sind immer die weiblichen Charaktere, die so rocken, ne? Boah. Es sind immer die weiblichen Charaktere. Guckt euch das mal an. Die beiden sind immer noch full live hier. Weil die wird ja alle 4 Sekunden oder 5 Sekunden wird die unsichtbar. Und jetzt habe ich allerdings die Heiler auch verloren. Aber es ist ja auch kaum noch Dev da, ne? Okay, es ist ja kaum noch Dev da. Ich zünd mal die Fähigkeit. Das ist natürlich bei der Gladiatorin immer noch die alte Fähigkeit. Und bei der Queen, ja. Okay, da kommt jetzt ein Heiler. Einer. Ah, okay, wir müssen die Fähigkeit natürlich leveln, damit da 3 Heiler rauskommen. Aber alter Leute, die beiden haben es echt. Die machen mir gerade echt ein bisschen Angst, die beiden. Meine Herren. Donnerwetter, das fühlte sich aber schon mal gut an, ne? Das fühlte sich aber schon mal wirklich gut an, aber wir haben noch nicht die. Ich sag mal, wir haben noch nicht die neue Defense gehabt jetzt, also als
als Defensive, bauen die aber nochmal nach. Ach doch, jetzt habe ich die doch am Start. Okay, aber wir nehmen die nochmal nach. Die fehlen Supertruppenschübe für die. Okay, die fehlen mir natürlich jetzt und ich würde das Dunkle auch nicht verbraten. Ich aktiviere das auf jeden Fall mal für die hier und ich nehme die Bowler trotzdem, die Super Bowler. Also zwei Tränke hier nehme ich hier ruhig rein. Man bekommt sie ja auch wieder nach. Und jetzt muss ich aber hier gucken, was wir hier noch weiter forschen können. Okay, wir haben jetzt nicht mehr genug Gold und Elex, Leute. Das ist nicht schlecht, aber ich wollte ja darauf eingehen, wie oder was alles noch hochgeht. Die roten Minen machen ein Level. Es machen die Riesenbomben, gehen ein Level hoch. Die Tesla habe ich gecheckt, gehen nicht hoch. Die Magiertürme gehen ein hoch. Die Minen und Sammler, also die Elixierlager und die Goldlager gehen auch ein hoch. Die werde ich wahrscheinlich jetzt auch als erstes dann machen. Die Bogenschützentürme, klar, die würden jetzt nicht mehr hochgehen, sondern dafür levelst du natürlich dann diese hier auf den entsprechenden Level. Die kleinen Kanonen machen auch die kleinen Bomben machen auch ein Level nach oben. Die X-Bögen auch die gehen ein Level hoch. Die Sprungfallen nicht. Die schwarzen Minen auch nicht. Die Skelettfallen gehen auch nicht hoch. Die Schmiede geht hier natürlich hoch. Macht es jetzt eigentlich Sinn, die immer noch zu leveln, Leute? Ich weiß es gar nicht, weil noch haben wir hier unten ja gar nichts drin. Das heißt also, ich müsste schon den Sternebonus holen, damit wir auch, glaube ich, das andere bekommen, oder? Hier steht jetzt gar nicht drin, wie viel ich von dem anderen bekomme an Sternebonus. Und okay, da müssen wir suchen, alles klar. Gehen wir wieder rein. Also Kampf finden, 4808, ich darf auf jeden Fall nicht zu hoch kommen. Jetzt fängt wieder das Drama an. Ich habe eben schon so lange gesucht, Leute. Ich habe eben schon so lange gesucht, aber ich habe gar keine Truppen. Okay, ich muss mir erstmal eben so ein paar Truppen spenden. Nehmen wir das wieder. So passt es. Und dann gehen wir nochmal rein. Also wir haben auf jeden Fall reichlich zu tun. Okay, hier haben wir wieder ein Rathaus und hier können wir es eigentlich mal checken, wie nett die durch die Mauern gehen, obwohl hier natürlich Öffnungen sind, die brauchen gar nicht durch die Mauern gehen. Wir sollten also schon eine Base finden, wo wir auch viel durch Mauern gehen müssen, so wie hier. Ja, so wie hier, Single Inferno, okay, das ist sicherlich auch sehr, sehr interessant. Aber mal gucken, die gehen ja auf, erstmal nur auf Verteidigung, ne? Ich setze mal eine. Oh. Okay. Oh, die brauchen aber ganz schön lange da, ne? Die brauchen aber ganz schön lange da, Leute. Wir nehmen den King hier mit rein. Unseren Warden. Und unsere Queen. Wir haben jetzt echt auf Ecke gesetzt, Leute. Wir haben jetzt wirklich auf Ecke gesetzt. Und mal sehen, wie die hier so durchgehen. Einmal geklont. Okay, da kriegen wir noch ein paar mehr durch. Alles klar. Das Rathaus ist echt der Hammer. Das Rathaus ist ziemlich heavy. So, wie verhält sich die neue Truppe hier? Wie verhält sich die neue Truppe? Die haben natürlich viel Trefferpunkte. Das heißt, die sind auf jeden Fall im Fokus vom Monolithen. Und hier gehen sie durch. Da gehen noch so ein paar. Ey, die ganze Base ist ja offen hier. Leute, die ist entkernt, die Base. Die Base ist hier wirklich entkernt. Und hier haben wir den King mit seiner... Ich hab ihn jetzt mal gezündet. Also wir haben die Barbaren und er hat natürlich jetzt die passive, aktive Fähigkeit. Ne, ist das die aktive Fähigkeit? Mit dem... dass er sich immer wieder hochheilt. Komm, King, geh da durch. Und meine Queen hier, ist das meine Queen? Oh shit, ich habe meine Queen verloren. Ärgerlich, aber der Monolith hat es natürlich wieder mal gerissen. Okay, oh, hier sehen wir schon die neue Defense, Leute. Das ist die neue Defense, natürlich kein... Oh, zwei Helden. Zwei Helden ist doof. Zwei Helden ist natürlich immer doof. 95er Queen gegen 45er. Ja, dank der Unsichtbarkeit, ne? Aber sie geht jetzt natürlich nicht auf den nächsten Helden, sondern geht jetzt in ihrer Unsichtbarkeit auf die nächste Verteidigung. Okay, aber trotzdem nicht schlecht. Trotzdem nicht schlecht und die gehen schon ziemlich wie geschnitten Brot durch. Die neuen Kriegerinnen, aha, hier haben wir den Sternebonus und hier haben wir die ersten Ausrüstungsressourcen bekommen. Also 925 und 50 von den anderen. Ich sag mal, okay. Das heißt, wir können ihn heute ja nochmal machen. Das heißt, wir kriegen das Ganze heute auch nochmal. Das heißt, ich bin in Titan 1, 925. In Legende würdet ihr 1000 davon bekommen. Und wenn wir jetzt aufs Begleiterhaus gehen, dann können wir da jetzt schon was leveln. Man kann es direkt leveln, was man hier leveln möchte.
Und wir haben jetzt, wie heißt die Währung? Glanzerz, Glimmererz, Sternenerz. Glanzerz, Glimmererz, Sternenerz. Okay, wenn wir jetzt was leveln wollen, da brauchen wir 120 von denen. Das sind die in der Mitte, ne? Das sind die anderen. Okay, ich würde sagen, den Vampir-Schnurrbart nehmen wir mal als erstes, oder? Der hört sich gut an. Okay, 120 kann ich die machen, jawohl. Habe ich gemacht. Und verbessern. Oh, jetzt muss man schon zwei Sachen haben. Okay. Also ich könnte ihn jetzt nochmal verbessern auf Level 3. Das heißt, einmal gemacht, dann muss man erst bestätigen, Leute. Also, okay. Jetzt haben wir wieder 4. Alles klar. Wir brauchen also ab und zu auch mal was anderes. Die haben wir jetzt schon mal gelevelt. Und wenn wir die leveln hier, dann bekommen wir einen. Und wenn wir die leveln, bekommen wir dann zwei dazu oder sind dann nur die, ist dann nur der Heiler stärker? Okay, wir machen den mal eben einmal. Oh, wir können aber gar nicht mehr so viel machen. Ich würde sagen, wir nehmen hier auch noch was beim Warden. Das Ding hier können also jetzt schon richtig was bestätigen hier. Wir nehmen das zweimal beim Warden. Oh Leute, das ist cool, das ist cool. Leveln, leveln, leveln. Das ist sehr, sehr cool. Das haben wir schon ein bisschen hochgelevelt. Also wir haben den Schnurrbart jetzt schon auf 3 und wir haben das Buch hier, das Buch der Besserung, jetzt auch schon auf Level 3. Wirklich echt nicht schlecht. So richtig gehypt bin ich jetzt noch nicht, aber ich bin schon ganz schön gehypt. Ich habe jetzt noch ein paar Items hier. Ich habe noch ein paar Items über. Also wir haben noch ein Heldenbuch, wir haben noch einen Heldenhammer. Ich weiß noch nicht, was ich wirklich mit dem Heldenhammer mache und mit dem Heldenbuch. Wir haben noch eine Elex-Rune, wir haben noch eine Goldrune, wir haben noch eine dunkle Rune. Und wir haben hier noch so ein paar Hämmer. Ich würde sagen, das mache ich mit euch lieber im Livestream. Da brauche ich ein bisschen Unterstützung von euch. Was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll? Und ich hatte jetzt natürlich die Drachen schon gemacht, aber im Moment haben wir sowieso ja alle Truppen auf Max-Level die nächsten 5 Tage. Und ja, haben wir auch endlich mal wieder Bonus. Okay, im Nachtdorf hat sich, glaube ich, ja nichts getan. An Belohnungen bekomme ich immerhin endlich mal wieder ein bisschen was auch in die Bank reingespielt. Ja, da habe ich jetzt auch die ganzen Tage nichts reinspielen können. Sehr, sehr schick. Und habe 6 Bauarbeiter frei. Ich würde sagen, wir nehmen hier schon mal ein Lager hier. Und ich weiß gar nicht, warum ich jetzt die Lager nehme, aber ich nehme die Lager und ein Lager da. Dann haben wir schon mal 2 Bauarbeiter beschäftigt. Dann laufen die schon mal so ein bisschen. Die Unnebücher nehme ich jetzt im Moment mal nicht dafür. So ein bisschen können die auch ruhig arbeiten. Die Mauernpreise hier halten sich noch im Bedeckten hier. 8,1 Millionen Gold oder Elex oder entsprechend 9 Mauerringe. Es würde mich freuen, wenn Supercell den Platz der Mauerringe hier so ein bisschen erhöht. Denn nur 25 ist ein bisschen mau, finde ich. Ja, ist ein bisschen mau, finde ich. Und wir können aber mal eine machen. Eine Mauer, obwohl das jetzt mein gesamtes Design hier zerstört. Aber ich muss jetzt sowieso gleich in meine Farmbase rein. Das heißt, wir gucken mal, wie die neue Mauer eigentlich aussieht. Einmal mit Ringe. Das heißt, wir haben schon mal 1, 2 und eine dritte kriegen wir schon gar nicht mehr hin. Ja, weil wir nicht genug Mauerringe haben. Okay, aber sie sehen ganz schick aus, so vom Design her. Und passen sich auf jeden Fall hier in die Nature so ein bisschen an. Und ich würde sagen, wie gesagt, den Rest mache ich mit euch, denke ich mal, im Livestream. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich auch mal wieder eine normale Base habe hier. Halt, ich wollte anfordern, ganz normal mal. Zack. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, warum meine Musik immer aufhört. Oder falscher Browser. Okay. Das soll es aber erstmal gewesen sein. Das Update bekommt ihr natürlich hier in den News absolut neu oder absolut erklärt, aber es sind etliche Seiten, die könnte ich euch jetzt alle vorlesen und mit euch durchkauen. Brauchen wir aber gar nicht machen. Es gab auf jeden Fall noch mal so ein paar Verschlimmbesserungen. Man kann sein eigenes Dorf jetzt angreifen. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Und sie haben auch, das finde ich wieder sehr witzig, die Möglichkeit, das eigene Dorf herauszufordern, ist endlich da. Kann sowohl im Heimatdorf als auch in der Bauarbeiterbasis durchgeführt werden. Ja, wir haben dies tatsächlich hinzugefügt. Man glaubt es kaum, aber wenn ihr die Truppen boostet, also wenn ihr jetzt einen Boost-Trank nehmt, die Clanburg ist immer noch nicht geboostet. Glaube ich.
glaube ich zumindest. Es gibt noch so ein paar Fehler, so ein paar Verschlimmbesserungen, so nenne ich sie ja immer. Und ich muss aber erstmal jetzt rausfinden, wie das Ganze sinnvoll hier mit den Helden ist, denn wir haben gestern ja einen Klankrieg gestartet und bekommen jetzt wahrscheinlich nichts davon in die Rewards rein, wenn wir gewinnen oder wenn wir verlieren, weil wir den Klankrieg womöglich zu früh gestartet haben. Wir hätten ihn erst starten sollen nach dem Update, haben eigentlich, oder der Klankrieg sollte erst nach dem Update starten. Und aber wir haben noch keine Angriffe gemacht, beziehungsweise doch, jetzt haben wir doch schon Angriffe gemacht, weil ich habe gestern noch mal eine Mail losgetreten. Wir sollten noch warten, weil hier sind ja einige Sachen genervt worden. Der hat jetzt nur noch 175 Schaden, ja. Der hatte vorher 200 Schaden, deswegen habe ich gestern Abend noch mal kurz gesagt, pass mal auf, Leute, greift erstmal nach dem Update an, weil dann ist die Def des Gegners nicht mehr so stark. Ja? So einfach ist das. Und ja, vielleicht ein kleiner Vorteil für uns, wissen wir noch nicht. Ich meine, Rathäuser und die neue Dev können wir ja nicht mehr stellen. Das sehen wir dann in den nächsten Clankriegen. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen hier mit mir, mit dem Toto. Wir haben eigentlich so ziemlich alles gemacht, was man machen kann in dem Update. Müssen jetzt natürlich leveln wie die Irren. Vor allen Dingen Helden, vor allen Dingen Truppen, vor allen Dingen das Pet, vor allen Dingen das neue Ding hier, den Schmied und Schmiede, okay, da hätte man sich auch was anderes einfallen lassen können. Schmied und Schmiede, wir haben das neue Haus hier, wir haben die neue Truppe, die haben wir noch nicht gelevelt, also auch die steht noch aus. Aber wie gesagt, da brauche ich ein bisschen Unterstützung von euch und die hole ich mir einfach. Hat euch das Ganze ganz gut gefallen, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren, nicht vergessen, am Kanal dranbleiben und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Vielen lieben Dank und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit Rathaus 16 wie ich. Bis dahin, euer Toto. Clasht.